Oleg, 14 Jahre, behauptet, ich schaffe in einer Minute mehr Salti mit halber Schraube auf dem Trampolin als Sprungprofi Matthias Lange. Oleg und Matthias haben jeweils eine Minute Zeit, so viele Salti mit halber Schraube wie möglich zu springen. Diese werden allerdings nur gezählt, wenn sie dabei mit den Füßen die sich an der Decke befindliche Kontaktfläche berühren. Wer das häufiger schafft, gewinnt das Duell. Im Falle eines Gleichstandes hat Oleg verloren. Klein gegen groß, auf los geht's los! Eine Minute mit der ersten Berührung einspringen, fein justieren, in die richtige Position kommen. Nicht die Kopfberührung zählt, sondern die Fußberührung für die Zeit. Jetzt! Sehr sauber bisher. Ja, ein bisschen höher ziehen, Oleg. Sehr gut. Jawohl. Ja, ein bisschen mehr in die Mitte wieder zurück. Ja. Jawohl. Höher, Oleg, höher. Ja. Noch 20 Sekunden. Jetzt. Jawohl. Und nochmal durchziehen. Mittiger. Ja. Ja. Jawohl. Und zieh, Oleg. Ja. Sensationell, Oleg. Bravo. Das waren 25. Ja. Super gemacht. Leute, was reimt sich auf abonnieren? Panieren, flanieren, aber auch jonglieren. Ja, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke. Bist du bereit? Dann auch dir viel Erfolg. Ja, und auf geht's für Matthias Lange. Ja, auch Matthias springt gut und hoch. Natürlich auch eine Frage der Kraftausdauer. Ja, oh, ein bisschen mittiger. Ja. Noch 20 Sekunden. Matthias, jetzt muss er einen raushauen. Ja, Treffer. Oleg. Oh. Matthias, eine knappe Entscheidung, aber wir haben eine Entscheidung. 25 zu 21 gewinnt Oleg das Trampolin-Duell. Hi. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.